Was ich ja gar nicht leiden kann, ist, wenn Leute sich einfach hinstellen und das Steuersparmodell IAB pauschal propagieren. Überhaupt halte ich es für gefährlich, pauschal ein Steuersparmodell zu propagieren. Weil Steuersparmodelle sind ja gut und schön, aber sie funktionieren eben nur, wenn die individuellen Voraussetzungen dafür überhaupt vorliegen. Und deswegen gibt es auch kein Patentrezept für jeden Unternehmer, sondern ich muss einfach die Situation anschauen und muss dann überlegen, ist dieses Instrument, ist diese Strategie etwas für diese spezielle Situation des Unternehmers jetzt, ja oder nein? So, und beim IAB, Investitionsabzugsbetrag, haben wir ja die Situation, dass das aktuell von vielen, teilweise Kollegen, teilweise aber auch noch nicht mal Steuerberatern, propagiert wird. Und Leute werden heiß gemacht und Leuten wird zum Beispiel gesagt, wenn du in einem Jahr viel Gewinn gemacht hast, zum Beispiel in 2020 und jetzt langsam mal die Steuererklärung dann machen musst, oder wir reden vielleicht auch dann von 21, wenn 20 wegen Corona nicht so gut war, du kannst quasi das Jahr über leben, wie du willst, unternehmerisch tätig sein, wie du willst. Und am Ende vom Jahr, nach Ablauf dieses Jahres, schaust du, oh Gott, ich habe viel mehr verdient als letztes Jahr. Und jetzt droht die Steuernachzahlung. Um die zu verhindern, mache ich jetzt mal einen Investitionsabzugsbetrag und suche mir dann innerhalb eines Zeitraums der nächsten 3 Jahre ein bestimmtes Investment, was ich dann wiederum tätige. Und das Investment, das ist irgendwie letztlich egal. Das kann eine Photovoltaikanlage sein, ein Blockheizkraftwerk oder vielleicht etwas für mein Unternehmen, was ich eben brauche. Scheißegal, Hauptsache ich mache jetzt erstmal diesen IAB und bin erstmal diese Steuernachzahlung los. Also ist viel zu kurz gedacht. Warum? Also ein IAB, ein Investitionsabzugsbetrag, ist vom Finanzamt oder vom Gesetzgeber so gedacht, dass ich, wenn ich schon weiß, ich möchte etwas konkret investieren in meinen Betrieb, eine bestimmte Sache, ja, da müssen auch bestimmte Voraussetzungen für erfüllt sein. Und wenn ich das investieren möchte, dann brauche ich ja Geld, um das zu bezahlen. So, und deswegen hat sich der Gesetzgeber gedacht, machen wir die Möglichkeit für den Unternehmer, dass er schon im Vorfeld für das vorangegangene Jahr weniger Steuern zahlen muss. Dann hat er mehr Geld, um dieses Investitionsgut zu erwerben. Und dann kann ja dieses Investitionsgut, das er dann gekauft hat von diesem Geld, über die Jahre wiederum Ertrag bringen. Und von diesem Ertrag kann er die Steuern, die er anfangs gespart hat, später wieder zurückzahlen. Und idealerweise ist es auch so, dass der IAB benutzt wird in einem Jahr, in dem es eine Ertragsspitze gibt, und das Ganze aber danach wieder runter, wieder abflacht. Das heißt, der IAB ist eigentlich für Unternehmen gedacht, die heute unüblich viel Gewinn machen. Dann können sie den Gewinn runterdrücken mit einem IAB und können hier in Zukunft, wenn sie dann wieder auf normal üblichem Niveau sind, den IAB, der führt ja letztlich dazu, dass ich in Zukunft mehr versteuern muss. Sind wir vielleicht dann ungefähr bei hier, ja? Und dann habe ich natürlich, wenn ich hier meinen Steuersatz, meinen Steuertarif habe, hätte ich hier vielleicht den Spitzensteuersatz. Hier habe ich wenig Steuern zu bezahlen und hier habe ich ein kleines bisschen mehr Steuern zu bezahlen, aber niemals den hohen Steuertarif wie hier oben. Dafür ist der IAB eigentlich gedacht. Der IAB ist aber eigentlich nicht dafür gedacht, um es so zu handhaben, dass ich sage, ich habe dauerhaft hier diese Ertragskurve. Das heißt, ich mache dauerhaft viel Gewinn, nehme diesen Gewinn am ersten Jahr runter mit dem IAB. Ja? Und muss dann aber in den Folgejahren, weil ich kann ja nicht jedes Jahr aufs Neue ein IAB machen und hinzu kommt, dass wenn ich das anschaffe, was ich davon ja bezahlen soll, muss ich oder habe ich nicht mehr die Möglichkeit, genauso viele Abschreibungen zu machen, wie wenn ich das ohne IAB gekauft hätte. Das heißt, ich habe in den Folgejahren immer mehr Gewinn zu versteuern. Also sind wir sogar hier. Das heißt,
Wir sind dauerhaft in einem Bereich im Spitzensteuersatz nach Anwendung dieses IAB, was wir eigentlich gar nicht wollten. Das heißt, wir verschieben einfach die Steuerproblematik vom Tag heute in die Zukunft. Wir machen quasi so, wir machen Vogel-Strauß-Taktik und sagen, oh, wir haben jetzt keine Lust auf eine Steuernachzahlung und in Zukunft, keine Ahnung, kommt das Geld irgendwo vom Himmel gefallen, in Zukunft können wir das besser bezahlen. Das ist die falsche Taktik. Ja, also der IAB, den sollte ein Unternehmen nur anwenden, wenn es weiß, ich bin hier in Zukunft auf einem niedrigeren Level mit meiner Gewinnsituation und ich habe einen Ausreißer nach oben. Das ist ja aber eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja nicht Ausreißer nach oben haben. Wir wollen ja lernen, wie wir dauerhaft so viel Gewinn machen, dass wir auf diesem Level bleiben. Weil nur das ist ja das, was im Unternehmertum auch Spaß macht, dass wir eben Erfolg haben, dass wir Erträge erwirtschaften, dass wir Gewinne machen. Wir wollen auch nicht mit Absicht in Zukunft wieder weniger verdienen. Das ist doch Quatsch. Hinzu kommt Folgendes. Es gibt natürlich spezielle gewerbliche Anbieter, die einem dann auch Produkte vermitteln, zum Beispiel Photovoltaikanlagen oder Blockheizkraftwerke. Das sind externe Projekte, an denen kann man sich dann beteiligen. Und die dann sagen, okay, du machst jetzt den IAB, dann kaufst du dir eine Photovoltaikanlage davon. Und durch die Photovoltaikanlage machst du vielleicht Verluste. Dauerhaft in den kommenden Jahren. Weil die Anlage hat Anschaffungskosten, die Anlage hat auch Abschreibungen, die Anlage hat sonstige Kosten und die Einspeisevergütungen, die sind ja nicht mehr so hoch. Das heißt, sie macht, wenn überhaupt, einen kleinen Gewinn, aber vielleicht auch erstmal in den ersten paar Jahren Anlaufverluste. Du kannst ja auch Sonderabschreibungen am Anfang geltend machen. Das heißt, du hast am Anfang Anlaufverluste. So, was passiert jetzt aber, wenn das ein schlechtes Investment ist? Es kann ja sein, dass das Investment so schlecht läuft, das ist auch kein Einzelfall, sondern das passiert öfter, dass es sich überhaupt nicht rentiert, dauerhaft. Und dann passiert Folgendes, das Finanzamt sagt, wenn es sich dauerhaft nicht rentiert, wenn du dauerhaft in der Verlustzone bist, dann ist das Ganze ohne Totalüberschussprognose, beziehungsweise diese Totalüberschussprognose, die geht über 20 Jahre, die ist gar nicht positiv. Das bedeutet, deine Verluste darfst du noch nicht mal verrechnen mit deinen anderen Einkünften. Deine Verluste darfst du noch nicht mal steuerlich geltend machen. Das kann passieren. Ja? Und dementsprechend rate ich sehr, sehr zur Vorsicht bei diesen Modellen. Und insbesondere auch, wenn Leute kommen und sagen, IAB ist ein Steuersparmodell. Es ist kein Steuersparmodell. Es ist eine Maßnahme im Einzelfall, um dem Unternehmer Geld zur Verfügung zu stellen, um eine Investition zu tätigen, damit er in Zukunft es einfacher hat. Aber es ist nur immer eine Steuerverschiebung. Es ist nie eine komplette Steuerreduzierung, außer in einem solchen Fall, wenn ich einen signifikanten Ertragsausreißer nach oben habe und habe ansonsten immer nur niedrigere Gewinne. Aber das ist ja auch wiederum, wie gesagt, eine Situation, die wir gar nicht haben wollen. Wenn du Interesse hast, richtige Steuersparmodelle kennenzulernen, richtige Steuerstrategien kennenzulernen, die auch dauerhaft dafür sorgen, dass deine Steuerlast dauerhaft niedrig ist, dann melde dich bei uns, trag dich gerne ein für ein kostenfreies Strategiegespräch und wir schauen uns deine Situation an und sprechen drüber.